Wenn wir heute die Schmökerkiste mal wieder öffnen, machen wir etwas anderes. Und zwar sagen wir Ihnen ja meist das Thema vorweg und um welchen Dichter es geht und was wir sonst noch vorhaben. Heute machen wir es ganz anders. Heute lese ich Ihnen ein Gedicht vor und Sie dürfen dann alle raten und sagen, von wem das ist. Der Mai ist auf dem Wege, der Mai ist vor der Tür. Im Garten, auf der Wiese, ihr Blümlein, kommt herfür. Da hab ich den Stab genommen, da hab ich das Bündel geschnürt. Zieh weiter und immer weiter, wohin die Straße mich führt. Und über mir ziehen die Vögel, sie ziehen in lustigen Reihen. Sie zwitschern und trillern und flöten, als ging's in den Himmel hinein. Der Wanderer geht alleine, geht schweigend seinen Gang. Das Bündel will ihn drücken, der Weg wird ihm zu lang. Ja, wenn wir all zusammen so zögen ins Land hinein. Und wenn auch das nicht wäre, könnt eine nur mit mir sein. Sie werden Schwierigkeiten haben, wir geben Ihnen auch nicht drei vor. Wir sagen Ihnen schlicht, dieser Dichter heißt Müller. Nun ist das natürlich eine schwierige Sache mit Müller. Denn wer kommt da alles in Frage? Hast du einen Müller? Ja, also ich kenne natürlich einen Müller, aber der passt nicht in die Zeit, aus der du jetzt eben vorgelesen hast. Och, das wollen wir das ist sagen. Ein DDR-Autor, Armin Müller heißt er, der lebte in Weimar und er hat mich sehr beeindruckt mit seiner Anfangslyrik. Da hat er erst als Lyriker begonnen und dann nachher hat er auch Belletristik geschrieben, aber war auch gleichzeitig Maler. Und zwar hat er so eine wunderschöne, verträumte, romantische Landschaft in seinen Bildern und auch seine Figuren. Also ein Romantiker. Und das passt dann wieder in diese Zeit. Hast du noch einen Müller? Ja, ich habe noch einen Müller. Und zwar ist der mit Goethe in Rom gewesen. Ja. Das ist der berühmte Friedrich Müller, der auch Maler war. Also nicht nur Dichter und der hat als Maler dann... Herr Goethe hat nicht so gern Dichter neben sich gelitten. Aha, weil er selbst malte, ja. Und das passte dichtete. Dann wieder. Ja, auch dichtete. Ja, und dann habe ich noch einen... Also das sind Müller. Ja, aber das gäbe auch viele Schmitz und sowas alles in diese Zeit. Aber die lassen wir heute mal weg. Nein, es ist ja so, Müller sollen die Leute ja raten, aber wir müssen Ihnen sagen, wir haben auch noch Meier, damit nicht nur... Müller hier zum Wert kommen. Also Karl Mayer ist ein Freund von Uhland gewesen, ja, und hat auch sehr viel geschrieben, das leider heute vergessen ist. Wir haben einen sehr guten Schriftsteller in unserer Zeit, sage ich mal noch. Aber das kann man nicht erkennen. Das ist Karl Amery, der auch in der berühmten Gruppe war, die westdeutsche und deutsche Nachkriegsliteratur so begeistert und befruchtet hat. Ja. Karl Amery heißt nichts weiter als Karl Mayer. Karl Mayer. Aber Mayer war man eben vielleicht nicht so gern. Es gibt auch noch Schmidt von Lübeck. Ah ja. Das ist auch ein guter Dichter. Dann einen, den ich besonders liebe, Schmidt von Werneuchen. Das ist ein Pfarrer, der hat viel gedichtet, über den sich Goethe lustig gemacht hat. Und Schulz haben wir auch. Ja. Johann Peter Abraham Schulz, kennen Sie alle, von ihm ist Der Mond ist aufgegangen. Ja, ein ganz berühmter Schulz. Nehmen wir jetzt erstmal. Wir lassen sie erstmal weg. Ja. Welcher Müller ist es nun gewesen? Es ist Wilhelm Müller, den wir meinen. Wilhelm Müller stammt aus Dessau und deshalb freuen wir uns, dass wir wieder einen vorstellen können aus Sachsen-Anhalt. Und das, was Sie ja gehört haben aus dem Text, der Mai ist auf dem Wege und über mir ziehen die Vögel, der Wanderer geht alleine. Das ist ja fast wie von Eichendorff. Den wir auch hier schon mal hatten. Ja, den haben wir schon mal vorgestellt. Und eigentlich, wenn man diese Themen da nimmt, die wir eben gehört haben in dem Gedicht, dann ist das auch aus dem Leben eines Taugenichts. Da ist auch das Rad an meines Vaters Mühle rauschte schon und es war Frühling und ich hatte Lust, Sehnsucht zu gehen. Das ist also Wilhelm Müller. Aber du wirst jetzt ein paar Worte erstmal sagen, ja, damit die Zuschauer auch wissen, in welche Wilhelm Richtung Müller, geht. Der passt also in die Romantik. Er ist ein Spätromantiker. Der ist am 7. Oktober 1794 in Dessau geboren. Und zwar als
einzig überlebendes Kind in einer Familie, die sehr kinderreich war, in einer armen Familie. Der Vater war Handwerksmeister. Man weiß es nicht absolut genau in der Biografie, da schwankt es hin und her, aber wahrscheinlich Schneidermeister gewesen. Oder Schuhmacher in der Richtung. Die meisten Biografien haben sich schon auf Schneider geeinigt. Ja, und wie gesagt, er war sehr arm. Und erst nachdem seine Frau gestorben war. Nein, jetzt muss ich mal korrigieren. Ach so, du meinst den Schneider. Den Schneider. Erst als dann die Frau gestorben war und er eine reiche Witwe heiratete, da floss Geld in die Familie und da konnten sie ihren Sohn, den Wilhelm Müller, auch richtig fördern, denn sie hatten festgestellt, dass der geistige Gaben hatte. Und da bekam er also eine Ausbildung am Gymnasium und konnte danach auch in Berlin studieren, und zwar Philologie und auch Geschichte. Und kein geringerer als Schleiermacher stand nachher als Signatur unter seinem Abschlusszeugnis. Das war also doch eine Auszeichnung. Ja, noch zumal der Schleiermacher ja zur Schule gegangen war in Barbie. Ja, auch das. Also, das wissen wir jetzt alles. Aber wir wissen ja aus der Geschichte, in dieser Zeit, wo er nun Student in Berlin wurde, da war die Zeit der napoleonischen Kriege. Es ging hin und her durch Europa. Und als es wieder mal herging, ist auch Müller ein freiwilliger Jäger geworden. Wir kennen die ja von Körner oder was weiß ich. Es gibt eine ganze Menge, die da mitgemacht haben. Er wurde preußischer Gardejäger freiwillig. Er hat auch in Schlachten tatsächlich mitgeschossen. Da stand Hanau, Lützen in Bautzen. Also er kam durch ziemlich Europa so durch. Müssen allerdings tatsächlich offen hier sagen, es spielt ja heute keine Rolle. Der größte Soldat war er nicht. Deshalb schickte man ihn bald in die Schreibstube. Aber das konnte er natürlich gut. Und er kam bis ins Kommandantenbüro in Brüssel, wo also viele Fäden zusammenliefen. Und 1814 hat man ihn dann wieder über Dessau nach Berlin geschickt. Einfach, weil man merkte, er konnte in dem Krieg nichts mehr ausrichten. Und es ging in erster Linie darum, dass er natürlich ein guter Verwaltungsangestellter oder Beamter oder so etwas wurde. Also er musste schon studieren. Und diese vielen Wanderungen durch Europa, durch Mitteleuropa kann man sagen, hat er auch in einem sehr schönen Gedicht untergebracht, das auch gleichzeitig ein Volkslied ist. Wir wollen es aber Ihnen heute nicht vorsingen. Nein, und zwar heißt das Gedicht Brüderschaft. Im Krug zum grünen Kranze, da kehrt ich durstig ein. Da saß ein Wanderer drinnen am Tisch beim kühlen Wein. Ein Glas ward eingegossen, das wurde nimmer leer. Sein Haupt ruht auf dem Bündel, als wär's ihm viel zu schwer. Ich tät mich zu ihm setzen, ich sah ihm ins Gesicht. Da schien mir gar befreundet, und dennoch kannt ich's nicht. Da sah auch mir ins Auge der fremde Wandersmann und füllte seinen Becher und sah mich wieder an. Hei, was die Becher klangen, wie brannte Hand in Hand, es lebe die Liebste, deine Herzbruder im Vaterland. Also und das, da hört man ja schon heraus, in welcher Situation so etwas geschrieben ist. Müller hat aber 1815 in sein Tagebuch geschrieben, ich kann weder spielen noch singen. Und wenn ich dichte, so singe ich doch und spiele auch. Wenn ich die Weisen von mir geben könnte, so würden meine Lieder besser gefallen als jetzt. Aber getrost, es kann sich ja eine gleichgestimmte Seele finden und die Weise aus den Worten heraushorchen und sie mir zurückgeben. Das ist sehr schlau von dem Mann und weitsichtig, denn kaum erschienen seine ersten Gedichte, stellten sehr viele junge Komponisten fest, das ist ihr Mann. Ihr Mann, ja, das kann man gut vertonen. Da sind welche dabei wie Friedrich Schneider, der mal ein ganz berühmter Komponist war
und auch Musikdirektor in Dessau. Und dann Bernhard Klein, der gleich 4 Bände herausgab. Was der dichtete, war sofort gleich Musik, also die hörten das heraus. Es hat einen volkstümlichen Ton, muss man immer dazu sagen. Das eignete sich auch gut. Es war ja die Zeit, wo man Volkslieder sammelte, wo man die Sagen und Märchen sammelte. Und wenn jemand in der Lage war, diesen Ton zu treffen, es steht ja oftmals unter diesen Gedichten und Kompositionen im Volkston. Ja. Die hatten das also wirklich als Ziel, dann ließ sich das ganz gut machen. Aber nun nicht nur Frühling und die Vögel singen und der Himmel ist blau, sondern bei ihm waren auch viele Gedichte dabei, die politisch auf die Zeit wirken konnten. Ja, da habe ich hier eins. Die Sage weiß von einem roten Manne, der seines Stammes Lagerfeuer mied und einsam in des Schweigens finsterem Banne zum Fels erstarrend aus dem Leben schied. Mich deucht ein gleiches Los hart eines jeden, der teilnahmslos der Menschheit ringen sieht und aus dem Kampf um ein ersehntes Eden nur seine Wohlfahrt denkend feig entflieht und wähnt er auf der Selbstsucht kahlem Firne sich frei von Sorgen und von aller Not. Der Liebestrahl küsst nie mehr seine Stirne und lebt er auch, der Menschheit ist er tot. Deutlicher kann man eigentlich so etwas gar nicht sagen. Auch in der Zeit, wo ja viele europäische Völker sich um ihre Selbstständigkeit hart anstrengen mussten und auch blutig kämpften. Ja. Das hat er ja im Grunde auch getan, indem er sich als Freiwilliger meldete. Als er zurückkehrte, war er sofort wieder beim Studium und ich vermute, er hatte ja eine ganze Zeit versäumt, ein paar Jahre waren ja doch weg. Mhm. Und er hat deshalb sich vielleicht im Studium besonders angestrengt, sodass die Professoren auf ihn aufmerksam wurden und etwas eben nicht wie Wein, Weib und Gesang als Studentenleben bei ihm entdeckten, sondern er tat etwas. Und das führte ja dazu, dass man dann so Beziehungen bekam. Es war ja die Zeit der literarischen Salons, wo jeder, der versuchte, ein bisschen in der Gesellschaft zu glänzen, sich Künstler, Wissenschaftler einlud. Die kriegten, wenn man nachguckt, denkt man immer, oh, die haben da viel gegessen, ach, da gab es ein paar Kekse und vielleicht Tee, wenn es hochkam. Aber es war ja in erster Linie auch eine Frage, dass man mit anderen Gleichgesinnten bekannt wurde. Ja. Denn wenn ich zu Hause in meiner Dachkammer sitze und schreibe noch so schöne Gedichte über den Menschen, der sich nicht um die anderen kümmert, ist ja umsonst, wenn man es letzten Endes will. Es müsste erst mal gedruckt werden und dann erst verkauft werden. Das ist auch nicht ganz einfach. Aber wenn ich jetzt schon in Berlin in so einem Kreis von Staatsbeamten, von Professoren und Doktoren mal auftrete als sehr junger Mensch, und trage denen etwas vor und die sagen, Mensch, das ist aber gar nicht so schlecht. Sie werden es ein bisschen vornehmer gesagt haben. Ja. Dann ist das natürlich ein guter Anschub für die ganze Karriere. Und im Winter 1816/17 war er regelmäßig eingeladen bei einem preußischen Staatsrat. Und zwar den Herrn Stegemann. Ja. Der dichtete zwar auch, naja gut, davon wissen wir nichts, ich habe auch kein Gedicht gefunden, aber na sicher, seiner Frau zum Geburtstag hat er was gedichtet. Und was sollten die nun im Salon immer machen? Ja nun, jedes Mal Gedichte hatte auch nicht jeder bei sich, so viel haben die ja nicht geschrieben und erzählt haben sie auch nicht viel können, weil ja dann die Frage ist, was habe ich in der Zeitung gelesen? Ja, das andere hat es auch schon gelesen. Mhm. Heute kannst du ja in einem Fernsehen das sehen und anderen das und dann kannst du dich austauschen. Das ging alles nicht. Deshalb kamen die auf etwas sehr Einfaches, was ja auch am Hofe gemacht wurde. Sie spielten Theater. Am preußischen Hof nicht ganz so viel. Im preußischen Hof wurde viel getanzt. Mhm. Die waren ja alle
Hauptdarsteller im Ballett, Königin Luise ja. oder so, die hüpften da also wunderbar rum. Die konnten, das war wichtig, die konnten damit auch die ganzen guten Handwerker nach Berlin ziehen, die in die Kleidung nähten, die in die Kostüme herstellten. Denn es wurde ja öffentlich aufgeführt. Man muss ja. das immer, ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen. Aber wenn ich nun sage, heute Abend gehe ich da in das Theater und es tanzt Königin Luise, ja. dann ist das ein bisschen merkwürdig. Ja? Wir, vielleicht liegt es auch daran, dass wir heutzutage nicht so junge Königinnen sehen. Eine verlässt ja gerade wieder die Bühne. Und von England oder Großbritannien, ob die nun noch an Ballett interessiert ist, wem sie die Hauptrolle kriegt, weiß ich nicht. Also das nebenbei. Die spielten bei dem Stegemann Stücke, die sie selbst erfanden. Und zwar war da der gute Müller, ein brauchbarer Mann, ein junger Mensch, tüchtig, gymnastische Übungen von Turnvater Jahn und im Krieg gewesen und so, sah gut aus. Wir haben leider kein Bild von ihm aus der Zeit. Und außerdem konnte er noch seine Rolle selbst dichten. Ja. Und sie erfanden ein Stück mit drei Personen. Eine Frau, zwei Männer, das ist ja schon ein berühmtes Trio. Und der gute Müller spielte den Jäger und ein anderer den Müller. Und die Frau war die Müllerin mit der Mühle. Und jetzt merken Sie schon, was los ist. Die schöne Müllerin. Jetzt kommt irgendetwas, was wir alle kennen, obwohl wir nicht immer von Wilhelm Müller gleich so überzeugt sind, dass wir davon etwas wissen. Sie übten mit verteilten Rollen ein Stück und dann kam der Titel Die schöne Müllerin. Das Thema war ganz einfach. Es war ein Jäger und es war ein Müllerbursche und sie versuchten beide ihre Liebe, ich wollte so schon sagen, an Mann zu bringen, aber das stimmt ja nicht, an die Frau zu bringen. Ja. Und das hat also einigermaßen die Leute im Winter 1816, 17 da in dem Salon interessiert und das haben sie gemacht. Und Wilhelm Müller, müssen wir sagen, der ist nun von dem Stoff so gepackt gewesen, dass er gesagt hat, das schreibe ich alles nochmal und hat auch die Gedichte und Lieder nachher für die Müllerin selbst noch dazu geschrieben. Und dann erschien von ihm ein Buch, das hieß nun nicht Die schöne Müllerin, sondern das hieß 77 Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten. Nicht Waldhornisse, das wäre vielleicht auch spannend gewesen, aber Waldhornisten. Und das hatte gleich auf Anhieb mehrere Auflagen. Weshalb, können wir heute nicht mehr entscheiden. Wahrscheinlich war es der sehr interessante Titel. Und dann stellt sich heraus, die Gedichte sind lesbar. Ja. Und du hast, glaube ich, eins. Ich habe eins, das heißt Morgengruß. Guten Morgen, schöne Müllerin. Wo steckst du gleich das Köpfchen hin, als wäre dir was geschehen? Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer? Verstört dich denn mein Blick so sehr? So muss ich wieder gehen. Oh, lass mich nur von Ferne stehen, nach meinem lieben Fenster sehen. Von Ferne, ganz von Ferne, du blondes Köpfchen, komm hervor, hervor aus eurem runden Tor, ihr blauen Morgensterne. Ihr schlummertrunkenen Äugelein, ihr taube, trüben Blümelein, was scheut ihr, die Sonne? Was hat es Nacht so gut gemeint, dass ihr euch schließt und bückt und weint nach eurer stillen Wonne? Nun schüttelt ab der Träne Flor und hebt euch frisch und frei empor in Gottes hellen Morgen. Die Lerche wirbelt in der Luft und aus dem tiefen Herzen ruft die Liebe, Leid und Sorgen. Jetzt werden natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gleich sagen, ach, das ist ja von Franz Schubert, die schöne Müllerin, und da kommen ja die Verse auch vor. Den müssen wir jetzt etwas
Schicksalhaftes sagen, die schönen Gedichte, mit denen Wilhelm Müllers Worte um die Welt gehen, das kann man ja wirklich so sagen, und Tag für Tag, die hat der Dichter niemals gehört. Davon weiß er nicht. Wenn er geschrieben hat in seinem Tagebuch 1815, vielleicht kommt mal jemand, ein Komponist, der die Töne da heraushören kann, dann hat er den nicht mehr erlebt. Nee. So ist manchmal das Leben. Er ist ja sehr jung gestorben. Ja, und na, Schubert auch, ja. Aber es hat nicht geklappt. Sie waren zu weit entfernt. Und Schubert hat die 77 Gedichte des reisenden Waldhorns, Bläsers da, die hat er bei einem seiner Freunde entdeckt und hat die spontan sich ausgeborgt und hat sich hingesetzt und hat das in einem Fort durchgeschrieben. Ja. 1823. Aber wurde ja nicht gleich gedruckt. Schubert hatte ja ganz große Schwierigkeiten. Er hatte ja im Grunde keinen Fürsprecher. Mhm. Er hatte Goethe die Lieder alle geschickt und Goethe... Der duldete keinen neben sich. So ungefähr, und musikalisch war er auch nicht, das kann man ehrlicherweise sagen, obwohl wir sonst Goethes Fan sind. Ja. Aber auf dem Gebiet kann man es ruhig mal sagen. Er hat niemals geantwortet. Er hätte wenigstens mal hinschreiben können, die sind angekommen und ich gucke mir die jetzt an. Aber es ist niemals... Ja Heine auch so gegangen. Der hat ihm ja auch seine Harzreise geschickt und Goethe hat nie reagiert. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Denn wir können hier auch erwähnen, aber ein Brief ist angekommen von Heinrich Heine an den guten Wilhelm Müller. Ja. Und da steht drin, Sie sind mein Vorbild. Das will man im ersten Moment gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, Wilhelm Müller war der Lyriker in dieser Zeit und zwar für lange Zeit, weil sich eben so gute Komponisten fanden, die diese Gedichte sehr volkstümlich machten. Wobei man sagen muss, das Wandern ist des Müllers Lust ist ja auch von Wilhelm Müller. Es gibt viele, die von Müller sind. Ich schnitt es gerne alle Rinden ein. Ja, da kommen wir auch noch drauf. Siehst du mal? Nein, also es war schon so, dass so etwas bekannt war. Aber... Naja, wir singen ja, wenn wir das Wandern ist des Müllers Lust mal anstimmen wollen, auch nicht die Melodie von Schubert, nein, obwohl die gar nicht so schwer ist, die kann man singen, sondern wir singen von Karl Friedrich Zöllner. Und auch der hat das erst 1844 komponiert, wie ich gerade erfahre aus meinem Zettel. Oh ja. Denn der braucht ein Lied für Männerchor. Und da passte dies, das Wandern ist das und so weiter und so fort. Sehr gut dazu. Mhm. Ich weiß gar nicht, das fällt mir im Moment ein. Ich glaube, wenn man durch meine Führung hat, durch Mosigkau, durch das Schloss und Park, ich glaube, ich habe schon erlebt, dass die Führerin gesagt hat, und hier an diesem steinernen Tisch hat Wilhelm Müller geschrieben, das Wandern ist des Müllers. Ach ja. Das habe ich zwar nie geglaubt, aber es ist einprägsam, weil der Müller heißt und da hat er sich hingesetzt und da war er. Und er war ja auch da oft in diesem Unternehmen. Also, wenn Sie jetzt zu Hause das Wandern ist des Müllers Lust singen, dann haben Sie einen Text von Wilhelm Müller, aber keine Melodie, die er jemals gehört hat. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, ein Denkmal in seiner Heimatstadt Dessau hat er bekommen, aber verhältnismäßig spät. Ja. Und da war Schubert derjenige, der auch schon längst tot war, aber der dafür gesorgt hatte, dass viele Lieder, denen Gedichte von Müller zugrunde lagen, dass er die vertont hatte und dass die allgemein nicht nur in Konzerten, sondern auch von Chören und von Solisten bis heute gern gesungen werden, denn die sind wirksam. Ja, dieses Denkmal, was du erwähnst, das steht ja auch nicht gerade im Zentrum der Stadt. Nein, schön es stand mal besser da, aber Dessau ist ja sehr zerstört worden. Und 1952 hat man dann dieses Denkmal ein bisschen in den Stadtparkrand gerückt. Ja. Es ist schwer, es zu fotografieren, weil von jeder Seite, ich habe das schon mal probiert, guckt ein Hochhaus über die Bäume und das passt zu dem überhaupt nicht, aber...
Na gut, Hochhäuser müssen auch sein. Wir müssen noch etwas dazu vielleicht sagen, nachdem wir nun das schöne Gedicht gehört haben, dass er in Berlin sehr gut und angenehm aufgenommen wurde und auch sehr viele Leute kannte. Man ist erstaunt, er hat während seines Studiums da kennengelernt, und zwar nicht so mit guten Tag, sondern in diesen Salons, wo man sich ja unterhielt, zum Beispiel Achim von Arnim, ja. Clemens Brentano, Karl Maria von Weber auch. Die großen Romantiker. Ja, und auch Gneisenau, den kannst du jetzt nicht dazu zählen. Nee, aber daran nicht. Sieht man, es waren eben allgemein gebildete Kreise. Das gehörte dazu, dass man auch mal hinging, wo die Dichter und Komponisten ihre neuesten Werke zum Besten gaben, auch wenn man Gneisenau war, dem ja der preußische Staat dann bei uns ein verwittertes Schloss schenkte, Sommerschenburg, wenn Sie mal vorbeikommen. Das verwittert weiter. Nein. Ach, Sie haben sich zwischendurch Mühe gegeben. Die DDR hatte da auch eine Schule drin. Ah ja. Also so ganz so war es nicht. Das ist natürlich noch etwas, was man erwähnen muss. Das ist hier vielleicht ein bisschen für manche lang, aber müssen es sagen. Er wurde auch als Germanist sehr schnell berühmt. Er hat viele dieser Dichter des Barock, um die man sich damals überhaupt nicht scherte, hat er sich die Bücher geben lassen in der Bibliothek, hat die neu bearbeitet und hat 10 Bände schon als Student mehr oder weniger herausgegeben. Und die galten immer Leuten wie Martin Opitz, Fleming, Simon Dach, Ännchen von Darrow, Friedrich von Logau, Paul Gerhardt, den großen die schlesische Dichterschule, so. Und all die dann ja. Im 30-jährigen Krieg eine Rolle spielten. Ja, ja. Und um die hatte sich kaum jemand gekümmert. Mhm. Die entdeckte er sozusagen erstmal für sich und machte daraus lesbare Bände. Es sind keine Ausgaben, wo man nun jedes Komma und alles wiederholte, sondern wer es wissenschaftlich genau wissen wollte, ging in die Bibliothek, nahm das Original. Aber der zu Hause war, der konnte jetzt mal nachlesen und stellte fest, aha, den kenne ich ja gar nicht, vielleicht auch aus dem Gesandtbuch, Paul Gerhardt, aber dann hört schon auf. Der hat in dieser Zeit eine ganze Menge so kleine Aphorismen geschrieben. Also nicht, dass er nur Volkslied im Ton hatte, sondern er konnte auch ganz anders. Die Zwerge, die auf Stelzen gehen, meinen, den Riesen zu übersehen. Aber stürzen sie in den Graben, möchten sie doch seine Beine haben. Das kann man bis heute so nehmen, das funktioniert immer. Und davon können wir Ihnen noch eine ganze Menge besorgen. Aber jetzt hören wir erstmal wieder ein schönes, romantisches, fröhliches Gedicht, kann man auch sagen. Das spielt bei ihm eine Rolle. Naja, ganz so fröhlich finde ich gar nicht. Du meinst den Leiermann, den habe ich hier. Ach so, den haben wir aber auch noch vorgesehen. Nee, dann ist es nicht fröhlich. Nehme ich alles zurück. Der Leiermann, das ist ein Gedicht, was in der Winterreise vorkommt, die auch von Schubert vertont worden ist. Und zwar ist das letzte Lied in der Winterreise. Und deswegen ist es nicht so fröhlich. Nein, das stimmt. Also, das heißt, drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise schwankt er hin und her, und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an, und die Hunde brummen um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles, wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen? Das ist also der Leiermann. Ja, aber für die Leute damals war es der Tod. So ist es. Denn es war immer noch der Totentanz, zu dem der Tod solche Leier, die es ja manchmal auch noch gibt, es ist kein Leierkasten, sondern es ist eine Leier, abgeleitet aus der Violine, die der dort spielt. Und als das zum ersten Mal gesungen wurde, wie gesagt, Wilhelm Müller hat es ja selbst nie gehört, waren auch Schuberts Freunde ganz entsetzt,
was das für ein schauriges Lied, das wirklich, was das überhaupt für schaurige Lieder mit einmal war. Und der hatte sie entdeckt und sofort vertont. Ja, aber er war also ein ständiger Wanderer. Ja. Und so wurde er beispielsweise als guter Student von seinen Professoren vorgeschlagen für einen interessierten Dilettanten, einen Baron von Sack, als Reisebegleiter in Richtung Griechenland zu gehen. Und sie sind also losgezogen, doch in Rom schon hat sich Müller von ihm getrennt. Das war 1818 hat er sich von ihm getrennt, weil es keine Resonanz zwischen den beiden gab. Und er ist dann weitergezogen, er ist noch in Florenz gewesen, in Neapel, aber ist dann zurück und hat es dann in Wien kurz gewesen und hat dort interessanterweise Neugriechisch als Sprache kennengelernt und gelernt. Und nicht nur das, er hat auch gleich genutzt, diese neue Sprachkenntnisse, und hat neugriechische griechische Volkslieder übersetzt. Und die sind eingeschlagen wie eine Bombe damals in Berlin und überhaupt. Das war also ganz was ganz Modernes. Das kann man sagen, in ganz Mitteleuropa. Dann kannst du auch mal sagen, wie der Mann hieß bei den Leuten, weil es so viel Müller gab. Griechenmüller. Ach ja, natürlich. Er hat sich dann bekam dann diesen Namen. Ja, unter dem ist er eigentlich in der Literatur ständig nur zu haben. Das hat er selbst wahrscheinlich gar nicht gewusst, aber die Leute, um es einfacher zu machen, war Griechenmüller, das war der da. Und gut. Aber hat auch noch ein Buch daraus gemacht aus dieser Reise. Ja. Sehr interessante Reisebeschreibung, die hieß Rom, Römer und Römerinnen. Ja. 1820 erschien und war ein Bestseller. Ja. Naja, weil der Freiheitskampf der Griechen gegen die Türken damals lief und da hatte er sich für stark gemacht für die Griechen und das war eben, wie man so heute sagen würde, ein Top-Thema und er konnte ja aus eigener Erfahrung, wenn er auch nicht bis ganz Griechenland gekommen war, einiges darüber sagen. Und hatte sich auch literarisch damit viel beschäftigt, damit es, denn er wollte ja dorthin. Und wenn man da hinreiste, musste man ja möglichst schon mal vorher nachgucken, was erwartet mich da oder was will ich unbedingt sehen. Denn es kann ja sein, der Reiseleiter, gab es damals auch schon, der schickt einen wo ganz anders hin, was man einen vielleicht gar nicht interessiert. Hast du noch ein Gedicht? Ja, na, ich habe erstmal noch einen satirischen Vers. Ja, er war auch Satiriker. Wo der Pavian König, wo der Pavian ist König, kommen Affen nur zu Ehren. Löwe, willst Minister werden? Lass dir Affentänze lehren. So. Aber ich habe ein wunderschönes Gedicht, das muss unbedingt noch kommen. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Doch an den Fensterscheiben, wer malt die Blätter da? Da lacht ihr wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah. Ich träumte von Lieb um Liebe und von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonn und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herze wach. Nun sitze ich hier alleine und denke dem Traume nach. Ja, und die guten Musiker und Musikliebhaber, die wissen, auch das hat was mit der Winterreise zu tun. Als er zurückkam und auch das Studium beendet hatte, gab es eine weitere Schwierigkeit, muss man ehrlicherweise sagen. Denn er war ja kein Preuße. Nein. Er stammte aus dem Herzogtum Anhalt, Dessau, das es damals noch gab. Und jetzt hatte er viele Freunde überall und er war ja bekannt. Und die hielten dem herzoglichen Hofe vor,
Sie müssten jetzt dafür sorgen, dass dieser gebildete, hochgebildete, weit gereiste, wenn man es so will, dass dieser junge Mann nun auch mal eine richtige Anstellung in seinem Vaterlande brauchte. Ja. Und so kehrte er wieder zurück nach Dessau, denn da war inzwischen das Gymnasium, würden wir heute sagen, die Gelehrtenschule reformiert worden und ein bisschen auf die Ideen gebracht worden, die damals durch Wilhelm von Humboldt und was weiß ich, durch andere Pädagogen kamen. Und er bekam dort eine Anstellung. Er wurde Lehrer für Latein und Griechisch. Also, das war Griechenmüller. Aber man muss ehrlicherweise sagen, so viel gab es da auch nicht. Der Herzog sorgte dafür, dass er auch noch Bibliothekar wurde. Ja. Und das ist ganz wichtig gewesen. Und 1819 wurden in der Zeit ungefähr, wurden jetzt bei der Neuordnung des Herzogtums alle Bibliotheken, die manchmal sehr klein war, von den vielen Ämtern und so, die wurden alle nach Dessau gekarrt, sage ich mal großzügig. Und die mussten irgendwie sortiert werden. Es waren ja welche aus Klöstern, es waren welche aus Verwaltungen, es waren Hinterlassenschaften von Leuten, die gesagt haben, ich stifte das der Schule oder irgendwas, dem Gymnasium. Das wurde jetzt zusammengeholt und da bekam er noch eine Stellung, um die nun zu sortieren. Muss man aber sagen, vormittags Schule und nachmittags dann Bibliothekar. Aber er machte es so gut, dass er in ganz kurzer Zeit auch Bibliotheksdirektor wurde. Und man muss staunen über ihn, was er noch getan hat. Er gründete auch noch eine Zeitschrift, Ascania, die ihn auch bekannt machte und die ganz wichtig war. Allerdings hatte sie wenig Leser und ging nach kurzer Zeit wieder ein. Aber das ist ja nicht nur ihm so passiert, das passiert auch heute noch. Und er brachte es 1824 sogar zum Hofrat. Hofrat, ja. Gut, kann man, wenn man nicht so freundlich ist, sagt, ja, in Dessau. Aber es war immerhin, Herr Dessau, damals ein kultureller Mittelpunkt hier, gerade im mitteldeutschen Raum. Während es in Weimar schon langsam bergab ging. Ja, genau. Wir hatten ja schließlich ein berühmtes Theater und alles sowas, was sich entwickelte. Und da war zwar Müller nicht mehr dabei, es hat einen ganz einfachen Grund. Der Hofrat heiratete, das war noch erfreulich. Mhm. Und er heiratete Adelheid von Basedow. Nun ist das aber nicht Basedow, die Enkelin von dem, der die Krankheit erfunden hat. Nein. Oder gefunden oder entdeckt oder erklärt, das weiß ich jetzt nicht. Sondern es war der große Pädagoge. Der große Pädagoge, du sprichst es richtig aus. Wir hatten ja mal ein Denkmal in Magdeburg von ihm. Ja, der ist ja auch hier beerdigt worden an der Kirche, die es nicht mehr gibt. Also Basedow hatte eine Schule gegründet, auch würden heute sagen, es hieß Philanthropien. Ja. Aber wir würden heute sagen Gymnasium, das die modernste Lehrmethode damals brachte. Ja. Eigene Lehrbücher, sogar große Bilderbücher, die war da bloß, da wir hier unter uns sind, für mich sind sie immer ein bisschen schwierig zu verstehen, weil sie so besessen waren auf ihre Lehrmethoden, dass sie sich auch dann mal schon geprügelt haben, gegenseitig. Jeder wusste es besser, wie man Kinder erzieht. Das heißt, Kinder sage ich so großzügig, aber es waren ja in erster Linie Jungen. Ja. Und dann wird immer vergessen, dass ihr Herzog sogar für sie eine Arena anlegen ließ. Das weiß kaum noch jemand. Doch, der hat die Olympischen Spiele für seine Schüler eingeführt. Ah ja, richtig. Also, aber das unterhalten wir uns heute nicht drüber. Da gibt es noch Spuren in dem Park. Ein bisschen weiter von dem Park entfernt, in Richtung Magdeburg. Ja. Da aber nicht weit. Da kann man heute den Drehberg noch sehen, wo man herumlaufen konnte und so weiter. Machen wir nebenbei noch für Sie, also Wanderführer. Ja, nebenbei. Aber er wanderte ja trotzdem immer weiter in seinen Gedichten. Ja. Ich habe hier eins, stammt auch aus der Winterreise. Einsamkeit. Wie eine trübe Wolke durch heitere Lüften geht, wenn in der Tanne Wipfel ein mattes Lüftchen weht,
So ziehe ich meine Straße dahin mit trägem Fuß, durch helles, frohes Leben einsam und ohne Gruß. Ach, dass die Luft so ruhig, ach, dass die Welt so licht, als noch die Stürme tobten, war ich so elend nicht. Ja, und seine Aphorismen hat er auch immer weitergeschrieben. Es muss auf Erden jeder Mensch sein Pärchen Narrenschuh vertragen. Doch mancher lässt die Sohlen sich mit Eisen um und um beschlagen. Also als Kinder können wir ruhig mal als Narren rumlaufen. Ja. Da treten wir die Schuhe ab und kommen raus. Aber wer dann anfängt, die nun auch noch mit Eisen zu beschlagen, der rennt sein ganzes Leben so rum. Das Schöne ist nur, die meisten wissen es nicht. Und ein ganz, wenn man will, ein ganz böses Gedichtchen, es sind ja nur zwei Zeilen, hat er auch geschrieben. Warum wollt ihr ins Kloster gehen? Weil draußen so viele Galgen stehen. Oh ja, das ist eine harte Gesellschaftskritik. Ja, da sieht man, er hat es also ziemlich genau genommen mit dem, was er da erlebte und sah, auch wenn man sagt, ach, Romantiker, das ist ja manchmal schon so Art, ach, ein bisschen abfällig, naja, hat die Bäume gesehen, Blumen und so weiter, so waren die alle nicht. Und Uhland saß ja immerhin 1848 sogar im Paulskirchenparlament. Ja. Also das waren Leute, die sich genau auskannten. Und die auch die Religion sehr genau sahen. Ich habe zu Anfang das nicht geglaubt, aber das ist von Wilhelm Müller. Der Jude meint, er sei ein Christ, wenn er nur Schweinebraten ist. Er sieht von Christi Wunderlehr an vielen Christen auch nicht mehr. Eieiei. Das finde ich also von Goethe oder so nicht. Lieber dem Bettler den Brotsack tragen, als mit dem vornehmen Pöbel sich plagen. Da kann man nichts gegen sagen. Das funktioniert immer noch. Also ich hoffe, dass wir Ihnen jetzt klar gemacht haben, Wilhelm Müller hatte wirklich eine knappe Zeit auf Erden, aber ein langes Nachleben. Ich würde und ja dann noch in meiner mal, bitte? Ich würde dann ja auch noch mal einen romantischen Ausklang du bringen bist wollen. Auch noch, du bist auch gleich dran. Gut. Aber ich möchte den Zuschauern mal zeigen, wie man Schuberts Gedichte, also Müllers Gedichte in Schuberts Vertonungen ungefähr um 1890 hergestellt hat in besonderen Drucken. So etwas Vornehmes, mit Golddruck sogar, das wurde damals auf die Flügel und auf die Klaviere gestellt von vornehmen Damen und blieb da immer stehen, ob die das spielen konnten oder nicht. Wer reinkam, sah wunderbar, hier ist was los, hier ist die Kultur zu Hause. Denn wer von solchen Noten spielt, der muss ja was vorstellen. Und dann haben die da gestanden und haben noch nicht mal Hänschen klein zusammengekriegt, so ungefähr. Aber das stand bei vornehmen Leuten. Ich sage nur noch eins. Er ist 1827 mit seiner Frau, war noch verhältnismäßig jung verheiratet, an den Rhein gefahren. Denn die Leute der sogenannten schwäbischen Dichterschule, Gustav Schwab, Ludwig Uhland, Wilhelm Hauff, dem Märchendichter, Justinus Kerner, den kennen wir weniger, aber Friedrich Rücker zum Beispiel, die kannte er schon vorher, nicht nur durch seine Arbeiten, sondern er fuhr auch zu denen hin. Und Friedrich Rückert hat das Leben gerettet. Die haben nämlich zusammen gebadet und Rückert hatte irgendeinen Krampf oder was, ist nicht überliefert. Aber Wilhelm Müller hat ihn wieder rausgezogen. Aber jetzt kommt das Tragische auch noch. Und der ist ja dann nach diesem ereignisreichen Reise ist er ja dann im Sommer, ist er zurückgefahren und zwar über Weimar und war zu Goethes Geburtstag, 28. August 1826 in Weimar, um ihn zu gratulieren. Dann ist er weitergefahren, hat sich in Dessau noch von der Reise ausgeruht
Und am 1. Oktober schon ist er gestorben. Tja. Und wenn man die kurze Zeit, die wir ihn jetzt darstellt haben. 33 Jahre ist er nur alt geworden. Ja, dann müssen wir sagen, ist es schön, dass Sie auch noch alle von ihm etwas kennen. Obwohl Sie vielleicht am Anfang, als wir hier erzählt haben von Müller, gesagt haben, na, heute haben Sie aber was Ausgefallenes ausgesucht. Haben wir gar nicht. Wir haben einen der wichtigsten Lyriker unserer deutschen Sprache. Und auch Sie können alle wenigstens die erste Strophe von einem Lied von ihm singen, von einem Gedicht. Und hier hat auch Franz Schubert mitgearbeitet. Ja, und dieses Gedicht heißt Der Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort. Ich musste auch heute wandern vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, und als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruh. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort. Das ist das Schönste seiner Gedichte, die als Lied vertont wurden. Ja, wobei man hier noch sagen kann, das ist auch eins, dass sich das Volk so lange zurecht gesungen hatte, dass es die Melodie hatte, die wir beiden kennen. Ja. Denn die Originalmelodie ist es nicht von Schubert. Das war ein bisschen zu kompliziert. Außerdem legte ja Schubert auf die Klavierbegleitung großen Wert. Genau. Wir möchten uns von Ihnen verabschieden. Heute war es Wilhelm Müller von Wolfgang Mitschke und Hans Schmidt. Und wir haben nur einen Wunsch. Nicht, dass Sie jetzt rausstürzen und schreiben und schneiden und schnitzen auch noch manches liebe Wort in die Rinde, in die nächste Linde. Das möchten wir nicht, denn die Linden sind so knapp geworden. Obwohl Sie jetzt sagen können, ja, wir haben ja genug, wir haben ja sogar einen Lindenwald als Unikum in Deutschland hier gleich bei Wolmirstedt. Oder es gibt noch genug vor unserer Gartentür oder was weiß ich. Nein, das machen wir nicht. Aber wenn Sie irgendwo mal ein Lyrikband finden, Lyrik der Deutschen, sehen Sie es durch. Sie können auch alles andere lesen, aber Sie werden bestimmt auch etwas von Wilhelm Müller lesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss.